Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Kartenspiel von Pokémon. Ja, wir sind zurück. Wir haben jetzt eine Zeit lang nicht gespielt. Ich habe auch nicht viel getan bisher, aber ich habe ein paar Codekarten bekommen und dementsprechend lösen wir die auch jetzt ein. Ich werde hier diesmal nicht verschlüsseln, weil die kann man eh nur einmal einsetzen. Also folglich gehen wir jetzt einfach alle durch. Kleinen Moment. So, also Code hier eingeben. Muss ich die groß schreiben? Ich vermute ja. So. Okay, okay, das erste wäre eingegeben. Das Latios-Deck. Okay, weg damit. So, dann weiter geht's. 7. Ich bin jetzt gerade mal still, weil ich sonst an meinem Mikrofon vorbeireden muss. So, ein Dampfkessel-Ding. Weiter geht's. Gleich geschafft. So, ich glaube, eins haben wir noch. Gleich, gleich. Und die U-Bahn 65. Jäger der Nacht. Keine Ahnung, was das gerade ist. Wartet mal. Machen wir mal weiter mit dem kurz. Es kann sein, dass das schon das Latias-Deck war. Ja, das wurde bereits jetzt einlösen. Alle. Zack. Okay, los geht's. Damit haben wir. Ah, ich verstehe. Das hier ist von dem einen Booster-Deck, das ich habe. Also dieses Starter-Kit mit den jeweils 30 Energie und Dings. Okay, da sind ein paar Trainerkarten drin. Hier sind diese Karten drin. Sehr, sehr schön. Tränke und so weiter. Die Karten habe ich jetzt auch im Original. Fertig. Und natürlich, was haben wir da? Cool. Das Latias Deck. Und drei Booster dazu. Dann einmal Dampfkessel. Noch einmal Dampfkessel. Okay, sehr schön. Ab geht's in unsere Sammlung, denn da können wir ein wenig einlösen. So. Spielerlebnis Booster Pack. Und ratsch, ratsch, aufmachen bitte. Den Dampfkessel. Zack. Ach, das ist doch ein süßes Meryl. Azu Meryl, der fehlt mir. Was ist das denn für eine geile Karte? Fee und Wasser. Cool. Fiaro. Reversed Holo. Und ein Toxiquark. So, öffne noch eins. Los geht's. Chalelos. Ja, ich weiß, ich muss hier erstmal drücken. Xerneas. Okay, cool. Und ein Pyroleo. Okay, fertig. Wir gehen jetzt auf das nächste. Hier haben wir auch noch drei Stück von Schwarz und Weiß. Und rupf. Ah, ein Klick. Waumboll. Fasernoob, toll. Sehr noobisch. Nächstes öffnen, zack. Und einmal rupfen. Ja, ist ja schon fast wieder ein bisschen Booster-Pack öffnen jetzt diese Folge. Wieder ein Klick. Feliliu, die ist cool. Sieht cool aus auf jeden Fall. Oh, Morbitese. Die habe ich doch jetzt eigentlich schon aus dem Monthly. Aus der monatlichen Dingsda-Bumster-Reihe. Sesukids. Uhu. Ein Serapendra. Okay, Leute. Das waren meine Booster jetzt heute. Jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch machen können. Versus Match. Wir müssen mal gucken, was die Daily überhaupt ist. Wir sind hier aktuell und wir müssen noch ein Sieg haben, um Swirlfinster und so zu bekommen.
Das heißt, tägliche Herausforderung mal gucken. Keine? Okay, ich habe keine Herausforderung. Es tut mir wirklich sehr leid. Keine Herausforderung heute. Ab Stufe 1. Ah, die Münzen können wir dann dafür sehen. Okay, Versus-Modus. Boah, was mache ich denn jetzt? Wartet mal, was kann man denn hier auswählen? Ach so, die Seiten. Alles klar, und das ist die dritte. Wir sind auf der zweiten. Wir spielen mal mit Feuerrad. Einfach nochmal. Haben wir das jetzt schon in der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls haben wir bald genug Geld, um uns noch ein Pack zu holen. Hallo, JLFD16. Kopf. Sollen wir anfangen? Nein. So, komm, gib mir ein paar gute. Sehr schön. Volcanino. Können wir direkt reinstarten und Schaden machen. Ja, wir können aber auch mit Panflammen anfangen. Oder mit Ponita. Aber bringt gerade nicht wirklich viel. Okay, doch, eigentlich schon. Mist, ich Idiot. Wir haben einen Galopper dabei. Okay, und los geht's. Dein Gegner wählt die Starter-Pokémon aus. Das dauert immer. Ich glaube, manche Spieler spielen auch unterwegs aus der Bahn und haben dann keine Internetverbindung. Aber hier das... Wobei, bei dem geht's ja jetzt auch. Oh, ein Koffiwaff. Oder ein Käufwaff. So. Wir ziehen erstmal gleich Karten und Energiekarten. Denn davon brauchen wir wahrscheinlich einige. Mhm, er fängt an. Tja, vielleicht setze ich erst doch lieber direkt auf Ponita. Und baller die voll. Sich Schaden macht mehr Sinn. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der könnte mein Ponita echt fast umbringen. Deswegen sollten wir vielleicht wirklich Gas geben. Ach komm schon, entscheide dich doch mal. Oder drück einfach die Aufgeben-Taste. Dann haben wir das auch hinter uns. Steam Siege. Ja, es dauert etwas lange. Komm schon. Okay, er sitzt in der Bahn und spielt. Boah, was machst du da? Na super, sehr schön. Er hat keinen Zug mehr gemacht. Das bringt's ja voll. So, zack. Erstmal Karten. Okay, das ist schon die letzte Entwicklung, die wir haben. Das ist natürlich schade. Sollen wir lieber auf Dampfgeschütze setzen? Ist vielleicht sogar besser als auf Galopper jetzt. Denn wir können ja hier Energiekarten ziehen. So wie es ausschaut, haben wir eh viel Feuer-Pokémon. Das heißt, wir können eigentlich voll auf Feuer gehen. Die hier ist Holo und die andere nicht. Okay. So, dann setzen wir jetzt erstmal drauf. Und fertig. Mal gucken, ob der überhaupt noch da ist. Er ist noch da. Was war das denn dann eben, bitteschön? Für ein mieser, langweiliger Zug. Oh, er hat uns paralysiert. Oh mein Gott. Oh. Ui, ein Leufeu. Keine Ahnung. Ich will meine Bank jetzt aber auch nicht voll knüppeln. So. Okay. Dann los geht's. Dein Gegner ist am Zug. Ich wünschte, die hätten ein bisschen mehr verschiedene Pokémon-Songs hier reingebracht oder irgendetwas. Es ist halt ziemlich eintönig, immer dieselbe Musik zu hören. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Ich könnte klar versuchen, auch irgendwie andere Songs einzubringen oder sonst irgendwas. Das Problem wird dann sein,
GEMA-Schwierigkeiten zu bekommen. Also ich habe keine Lust, wobei, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, es gibt jetzt keine GEMA-Probleme mehr. Anscheinend haben sich YouTube und die GEMA geeinigt. Super Aktion. Und jetzt? Ich habe gewonnen? Was war das bitte schön für ein langweiliges Ding, was der jetzt hier abgerissen hat? Das hat's vollgebracht. Ja, liebe Leute, wir haben gewonnen. Schade für dich, JLFD. Hast keine gute Leistung abgebracht in diesem Video. Zehn Pokémünzen und ein Ticket. Sehr schön. Keine Freundschaftsanfrage. Ciao. Naja, ich weiß immer noch nicht richtig mit dem Deck zu spielen. Stimmt ja. Wir haben es geschafft. Wir haben Swirfinster, Swirklops und Swirlicht bekommen. Fünf Tage noch. Fünf Tage und wir sollten versuchen, zu dieser Karte zu kommen. Das ist aber noch eine ganz schöne Menge. Glaube ich nicht, dass das jetzt so einfach gehen wird. Vor allem, wie gesagt, ich nehme es ja jetzt nicht mehr so oft auf und ich habe noch andere Spiele zu tun, aber ich habe mir jetzt gedacht, so zwischendurch wieder wir sind im Vorteil. Eine Folge zu bringen ist doch echt angenehm. Warum sind wir im Vorteil? Quanghalp. Hallo Quanghalp, entscheide, wer anfängt. Ich bin am Zug, sehr schön. Damit können wir echt viel Schaden am Anfang machen, ne? Dafür bräuchten wir aber eine Dingsda-Bumster. Wenn wir Pech haben, finden wir keine. So, wir sind da nicht als zweiter Anzug, dann bringt diese Karte da auch nicht wirklich was. Aber wir haben natürlich die Weiterentwicklung mit Überfall, das könnte man schon mal irgendwie etwas nutzen. Okay, wir machen erstmal fertig. So, Kaffee, schnell Kaffee. Okay. Ah, sehr schön, er hat Ponyta gezogen. Wir haben natürlich das Pech. Ah, wir haben kein Pech. Wir könnten natürlich angreifen in der nächsten Runde. Was kann er uns an Schaden machen? Gegner alle Effekte von Angriffen anschließend Schaden. Ah, das ist natürlich gefährlich. Vor allem, wenn er unseren Klicklack platt machen will. Aber in der Zeit können wir natürlich ein bisschen Schaden machen. 40, wenn wir Glück haben, können wir ihn zweimal zu Tode trampeln oder so. Was war das denn jetzt für eine Feueranzeige? Egal, wir sind fertig mit dieser Runde. Und schauen mal, was Quanghalp kann. Quanghalp. Komischer Name. Ja, er setzt Agilität ein und... Oh nein. Okay, er hat Glück. Und das ist natürlich scheiße, unsere Schwäche eigentlich, das Feuer. Aber in der Zwischenzeit können wir schon mal hier so ein Billy Cat vorbereiten. Mouncy. So, wir haben noch einen Ponyta. Ja, es ist jetzt nicht das Optimalste. Und ja, er hat Glück, er kriegt gar keinen Schaden. Das ist ja ganz toll. Dankeschön. Klick, verschwinde. Geh duschen. Ah. Ja, und damit ist Ponyta down. Nicht Ponyta. Klick down. Ach schön, er hat Ponyta sogar weiterentwickeln können. Überrennen. 90 Angriff, Mist. Sieht nicht gut aus für uns in dieser Runde, Leute. Oh, er hat das arme kleine Ponyta mit platt gemacht. So. Dann machen wir das doch jetzt mal so. Von irgendwas müssen wir ja Schaden machen. Okay. Ja, wir sind am Arsch. Ich habe keine Ahnung, wir haben keinen Panflam dabei. Wir haben keine Weiterentwicklung vom Ponyta. Was sollen wir machen? Keine Ahnung.
Hat sich ein schönes Deck zusammengebaut, aber ich dachte, wir spielen hier mit Themendecks. Wie konnte er sich denn sein eigenes Deck zusammenbauen? Ah, er wird Punita platt machen. Oh Gott, das geht daneben, ey. Drecksscheiße. Kopf. Na, oh, fick dich doch. Gibt's doch nicht. Was soll der Scheiß? Das nervt. Oh, egal. Ja, super. Er macht sich schon mal seinen Schneckmark-Dings fertig. Oh, so, Zierkarten. Ah, toll. Der kriegt natürlich auch noch 7, der Glückliche. Ja, Fluchtseil. Er tauscht unser Pokémon um. Und was macht er Schönes? Er wird natürlich Punita platt machen wollen. Jetzt eine gute Frage, was machen wir? Okay. Okay, er setzt sich schon mal. Fings auf die Bank. Sehr schön. Dankeschön. Na toll, jetzt haben wir die Weiterentwicklung. Ja, von Klick. Klick, klack. Ach. Egal, wir kriegen eh kaum Eisenenergie. Das ist irgendwie etwas suboptimal. Ich finde das Deck jetzt nicht so toll, bin ich ehrlich. Er hat noch seine scheiß Energiekarte da und das nervt. Oh, Mist. Er hat Quirtle. Quirtle hat viel Leben und macht viel Schaden vor allem. Wenn man genug Energiekarten hat. Ach ja. Na also. Flackern 30, toll. Ist natürlich voll nicht stark. So, 30 Schaden. Es wäre down, das heißt, wir brauchen da keine Energiekarte dranlegen. Dann machen wir das doch. Überfall. Komm, eine Energiekarte. Ah, was soll ich mit Klick? Weg mit der Scheiße. Klack, Quatsch. Klick, klack. Hier liegt Klick. Ach. Er wird natürlich Ponita wieder einsetzen, wird überrollen machen, wird Entschuldigung, Galopp haben, wird mein Ponita jetzt mit überrollen. Und bereitet schon mal Quirtle vor mit 80 Schaden. Dreck, 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 Dreck. Na, weiß ich. Doch, er wird Galoppa platt machen. Nein! Okay. Sehr interessant. Scheibenkleister. So, versuchen wir es noch mal mit Glück. Schaden bringt ja nichts. Wir machen nur 10 Schaden. Das heißt, wir müssen kommen. Daumen drücken. Kopf. Nein. 10 Schaden. Wir hätten ja mehr machen können. Aber nein, wir haben Pech. Es müsste nur zweimal Kopf kommen. Und er ist so weit, uns einfach auszulöschen. Naja, okay. Oh, Julian ist wach. Mal gucken. Doch nicht. Diddle-diddle-dim. Moment, ich muss mal kurz Julia schreiben. Was haben wir denn jetzt da toll? Wir haben Dingskarte. Okay, er hat auf jeden Fall das eine schon mal platt gemacht. Ich habe kein Glück.
Doch, ich hab Glück. So. Okay, wir sind down. Okay, er holt sich Energiekarten. Das ist natürlich sehr schlau. Und wir haben natürlich das Pech, wir machen ihn nicht mehr platt. Wir haben verloren. Er hat sich auf jeden Fall Energiekarten an Dings gelegt. Toll. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben mega verloren. Toll, sehr schön. Hallo, du. Und drauf damit und weg damit. Flackernd, schön. Billigangriff. In der Zwischenzeit hat er uns niedergemacht. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir geben auf in der Folge jetzt, weil ganz ehrlich, ich habe keine Energiekarten, ich habe gar nichts. Mit dem Deck ist echt schwierig. Ich habe euch jetzt schon den Endscreen eingeblendet und naja. War schön, wir haben eine Runde gewonnen, eine Runde verloren und ein paar Booster aufgepackt. Mal gucken, wann wir weiterspielen. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.